Warum nur einen? Ich weiß nicht. Die Geschenke der Göttin, die kann man nicht farmen. Die findet man nur. Dementsprechend sind sie mir auch ein bisschen mehr wert. So. Monster, ein goldener Schmuckschädel, Wüstengas und Bernstein. So. Schatz Nummer 2. 100 Rubine. Auch wieder ein. Ja. So. Dann Bernstein-Halbmonde. Ne, das war wieder ein goldener Schmuckschädel. Naja, einen wollte ich sowieso noch verkaufen. Einen. Sind wir schon bei 1000 und etwas. So. Und Schatz Nummer 4. 30 pro Stück. Ich verkaufe mal 5. Danke sehr. So. Also müssen wir noch so lange pennen, bis wir blaue Vogelfedern finden. Und dann verkaufen wir dort von 4. Oder Glibber. Glibber ist zwar wahrscheinlich nur 10 Rubine wert, aber davon können wir ruhig 20 verkaufen. So. Und so haben wir immer noch. Ich sage ja, manchmal resettet sich, manchmal nicht. Ist immer ganz weird. So, ein Herzteil habe ich noch im Kopf. Das heißt, wir sind gerade nur zwei. Nicht geläufig. So, Glibber. Tatsächlich 30. Alter. Ja, dann hole ich ja den Rest mit Glibber. Das Zeug kann man auch derbe leicht farmen. Zwar nicht so leicht wie tatsächlich die blauen Federn, wenn man mal drüber nachdenkt, aber so durch den normalen Spielverlauf ist das gar nichts. Da hatte ich schon mehr. So. Alles verkaufen tue ich, wenn ich mir nach dem Bogen hundertprozentig sicher bin, dass ich nichts mehr brauche. Ich kann eigentlich auf Nacht bleiben. Eben. Gut. Diomedes. Duoko, 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 genau. So, hör mal, Sego, brauchen wir noch was? Apropos nochmal ja 5 finden, weil dann können wir wieder mal Sego was abgeben.
Okay. Ich weiß, wo der ist. Das war knapp. Ich glaube, ich weiß doch nicht, wo der ist. Das ist ein anderer. Mann, diese Juwelen der Güte sind echt verwirrend. Da unten ist doch gar nichts. Hier, macht er hier? Ich bin auf jeden Fall ziemlich verwirrt. Ach. Strange. Ist das das Gebiet, das man durch den Tunnel erreicht? Wo unser Wolkenvogel versteckt war? Ist das der? Hier ist sowieso keine Aura-Suche möglich. Die Hülle der Grundlagen. So. Tatsache. So, da sind diese komischen Downside-Radarstörer. Die einen komplett verwirren, weil man da nicht runterkommt.
So, auf der Höhe gibt es jetzt nichts mehr. Das heißt, alles nichts, was man jetzt noch findet, ist auf der Insel. Und das ist sehr entspannt. Warte mal, konnte man von dort abspringen? Ja. Das werde ich auch machen, statt nochmal aus der Höhle zu gehen. Nee, kann ich nicht. Ist ja Nacht. Ach Mann. Dann bring ich doch wenigstens hoch, du Lappen. Ach Mann, ja. Gut, schauen wir hier zurück. Aber der Rückweg geht ein bisschen leichter. Gut, machen wir das so. Wir gehen jetzt, stellen jetzt wieder auf Tag. Da wir in nächster Nähe sowieso keinen Juwel der Güte finden. Und holen uns bei Terry jetzt das Herz. Damit hätten wir den nächsten Herzcontainer voll. Bis morgens. Ach ja. Muss ein bisschen blöd sein, nachts kommen ja die Monster raus, dass man da quasi eingesperrt ist. Würde ich mir ziemlich eingeengt vorstellen. Ich meine, naja, wenn man mal abends zu spät beim Kumpel war, dann muss man also übernachten. Und bei den kleinen Häusern, das ist auch ganz schön eng. Naja. Na, Terry? Oh, das ist ein gutes, schönes Auge. Schön, wie das glänzt, oder? Ich habe es hier in der Nähe gefunden. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wozu es gut ist, aber für 1600 Rubine gehört es dir. Na, dankeschön. Das vollständige Herzcontainer eine Lebensenergie wird um ein Herz erhalten. Oh, vielen Dank. Es gibt mir Kraft, noch fest in die Pedale zu treten. Genau. So, und mit Terry möchte ich einmal bis nachts schlafen. Auf seinem Stück Stahl mit Decke. So. Oh, du hast in meinem Bett geschlafen. Nun, du warst bestimmt sehr müde. Ich bin ebenfalls müde, weil ich den ganzen Laden samt weil ich den Laden samt diesem deinem Gewicht hierher fliegen musste. Aber vergessen wir das. Ich bin es ja gewohnt. Sieht aus, als würdest du wissen wollen, was es ist. Ich erkläre es dir. Das hier ist ein unglaublich seltenes Insekt, von dem es
nur sehr wenige Exemplare gibt, ein Dämonenkäfer. Ich liebe ihn über alles. Ach, ich könnte ihn stundenlang einfach nur still betrachten. Jo, der Dämonenkäfer. Ja, leider noch inaktiv die Truhe. Aber naja, so wissen wir, können die Truhe tatsächlich nur dadurch aktivieren, indem wir entweder sehr, sehr gut springen können und dadurch halt hier drauf landen, also wirklich da ins Loch landen, oder indem wir einfach auf Nacht schalten und da Terrys Haus als Sprungschatz nutzen. So, schalten wir wieder auf Tag. Nur einen kleinen Abspecher, Abgucker, nur mal so ein Schauer. Ja. Ups. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So. Jetzt, wo Terry gar nichts mehr hat. Schmeißt uns bestimmt auch nicht raus, wenn wir nichts bezahlen, oder? Wie, du willst wissen, was ich hier auf dem Fahrrad mache? Eigentlich nicht. Gut, dann würde ich dich bitten, mich nicht zu unterbrechen. Jetzt, wo du hier bist, muss ich nämlich noch schneller in die Pedale treten, damit wir nicht abstürzen. Ah, tut mir leid, ich habe hier eine Menge toller Sachen, also sieh dich einfach um. Ein Satz, der nicht mehr funktioniert, wenn alles ausverkauft ist. Aber dieses Schild bedeutet, dass der Artikel ausverkauft ist. Dank dir läuft mein Geschäft in letzter Zeit wieder besser. Das rechne ich dir hoch an. So, mit unseren neuen Herzen. Schön. Ich weiß nicht, soll ich Folge beenden oder sollen wir noch nach Firon zur Alten? Ich glaube, wir gehen nach Firon zur Alten. Noch hab ich Bock. Aber Durst. Aber Durst. Na, ordentlich fliegen. Schade, dass unser Wolkenvogel keinen Namen hat. Bewege uns, Vogelstatue. Na gut. Mist. Natürlich, da ist der Tempel. In so einer Flachpfeife. Na gut. Ja. Einmal bitte. Wenn man mal so überlegt, sind ganz schön viele Gegner. Schmuckschädel, Schmuckschädel. Was hat denn der nochmal gesagt? So. Guck mal, was macht der schon wieder hier? Da fällt mir ein. Ich habe jetzt kurz kürzlich ein paar Himmelsfalter flattern sehen. Aber leider verstehe ich so gar nichts von Musik. Ach so.
Der ist immer auf mysteriöse Weise hier, wenn wir da sind. Ob wir nochmal Rubine kriegen? Heiliger Kiesel, habe ich mich erschreckt. Was für eine Entdeckung, das ist der Fund des Jahrhunderts. Dieses Siegel, das muss eine Wand der Göttin sein, ich bin mir sicher. Ja, das hatten wir schon. Glaube ich. So, 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 so und so. Hey. Wie, jetzt ist er weg. Ah, ne, da ist er. Die Kraft der der Wand der Göttin wird wieder wieder erwacht. Und ich möchte, dass du mir dann bei meinen Nachforschungen hilfst.